Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Kingdom Come Deliverance. Und heute ist der Tag der offiziellen Erscheinung, deswegen kriege ich hier die Informationen des DLC-Pakets. Also ihr könnt euch das durchlesen, da geht es darum, ich bekomme da so ein, zwei Sachen dazu, die ich später im Spiel benutzen kann, die aber jetzt noch meine Fähigkeiten überschreiten. Also, wir sind bei der Jagd und guck mal, da ist ein Kaninchen. Wir müssen aber Herrn Hans hinterher. Jetzt ist natürlich die Frage, wo er ist. Ist er in die Richtung weggelaufen? Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil ich dazwischen jetzt so eine große Pause habe. Hallo. Hey, na? Ich werde, glaube ich, so der Naturbursche, der hier... Achso, ich soll ihn hier irgendwo suchen. Oh nein. Oh. Nicht, dass ich, wenn ich zu langsam bin... Nee, er ist dem Keiler hinterher. Nicht der Keiler eben. Nicht, dass ich ihn hier nicht erwische. Und der dann verletzt ist. Also er muss schon nicht hier irgendwo. Irgendwo sein. Er ist ja dem Wildschwein hinterher. Weil er es erlegen wollte, nachdem er es ja mit dem Bogen verletzt hat. Aber mit einem Bogen jagt man kein Wildschwein, sondern mit einem Speer. Weil der Bogen keine Wunde macht, die groß genug ist. Ich dachte schon, hier liege das Schwein, aber es ist nur Holz. Tja, wo mag er sein, mein Meister und Herr? Herr und Meister. König, Sohn und Herrscher. Sohn. Ja, ich sage gar nichts davon. Er ist nur ein Adeliger, der irgendwann Rathai übernehmen soll. Die Führung in Rathai. Oh, wer seid ihr? Hey da. Can't talk to him. Aber wir müssen ihn doch gesehen haben. Man hört nichts, keine wilden Schreie, keine Flüche. Schön eigentlich so diese, einfach mal so im Wald chillen, ne? Und die Geräusche hören, die so der Wald von sich gibt, diese Natur. Moment, ich muss mich um den verdrießenden Herrn kümmern. Ja, ich weiß ja nicht, wohin ist. Wir suchen jetzt mal alle Himmelsrichtungen. Okay, hier bin ich auf jeden Fall wieder zu weit weg. Hier bin ich auf jeden Fall zu weit weg. Er ist ja in irgendeine Richtung weggeritten. Hier ist ein Lager. Da liegt was. Oh. Na gut, ich geb's zu. Rosshähn, weit Rossi Döben. Was zur Hölle? Wie sollte ich denn das machen? Ich habe doch normalerweise gar kein Schwert. Ja, ich habe den Boden. Was ist denn das hier? Also da finde ich das Spiel ist ein bisschen blöd. Das hätte mir schon sagen sollen, dass hier irgendwas so kommt. Das sind irgendwie Kumanen. Oh, ich weiß gar nicht, wie es geht hier. Leute, ich weiß gar nicht, wie es geht. Ich kann mich gar nicht verteidigen hier. Ja, was war das? Ah, da war ich zu spät dran mit der Verteidigung. Noch habe ich keine Blutung. Mist. Okay, den habe ich erwischt. Er gibt auf. Den bringe ich doch jetzt nicht um, oder? Nee, den bringe ich doch jetzt nicht um. Oh, das ist ein kumanischer Freund. Ah, mit seinem Bogen, hä? So ist das also, ja? Der läuft weg, aha. Die schlachte ich auch noch ab, mein Lieber. Wieso ist, er fokussiert den da nicht mehr an? Was ist denn da? Hä? Wieso fokussiert den denn nicht? Oh, ich dachte, ich treffe ihn noch. Mann, ich wollte ihm noch so einen schönen
Pfeil hinterher schießen. Ja, hätte ich den Command töten sollen? Vielleicht schon, um seine Sachen zu bekommen, ne? Ich wollte mal menschlich sein. Diese Säcke haben meine Hunde erschlagen. Was? Ich lasse eine Bronzebüste von dir fertigen, mein Freund. Aber wo warst du so lange? Ach, du weißt schon, Beeren sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen. Du Verrückter! Sie hätten mich fast am Spieß geröstet. Ich finde, es sah eher so aus, als würden sie dir die Jungfräulichkeit rauben. Na hör mal, Mistbauer! Spricht man so etwa mit einem Edelmann? Ein Edelmann mit gequetschten Eiern, Freund. Jetzt spielst du mit dem Feuer. Ich könnte dich dafür an den Pranger stellen und dir mit meinen eigenen Händen die Eier quetschen. Diese Verletzung sieht nicht gut aus, Herr. Wohl wahr. Diese Kuman-Schweine haben mich ganz schön aufgemischt. Und mein blödes Pferd ging durch. Du musst mich nach Hause bringen. Je früher wir von hier verschwinden, desto besser. Wer weiß, wie viele Schurken hier noch umherstreifen. Dann lass uns aufbrechen. Das war Aufregung genug. It's Lord Capon! Get here, everybody! You, help him! Wie ist das möglich, Ratzig? Diese Bastarde sind kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanus. Selbst wenn wir 10-mal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein im Reichslehen umdrehen. Du hast nach mir verlangt, Herr... Tritt ein! Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Und dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht so bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen. Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Herr, ich... Hab Dank, Herr. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans schnelle Genesung an. Steh nicht doof rum, Junge, schenk uns ein! Gib mir die Störung, Herr. Aber ich bringe dringende Kunde. Was ist los? Gerade kam ein Stallbursche aus Neuhof. Er sagt, Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Es gab viele Tote und Verwundete. Kurva! Erzähl genau, was passierte. Ich bin nicht ganz sicher. Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet. Es tut mir leid, Herr. Dein Vasall Smil ist tot. Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anführte. Nimm so viele Männer, wie du brauchst. Reite nach Neuhof und finde diese verdammten Bastarde. Und bring mir ihre Köpfe. Ja, Herr. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu Diensten. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer, das muss derselbe Klotz sein, der mich in Scarlets angriff. Es kann keine zwei Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind.
Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Ein Pferd? Seine Belohnung für Herrn Hans Rettung. Er wird's brauchen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht schon! Ich will diese dreckigen Hunde so bald wie möglich in den Händen des Henkers sehen! Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr. So, ihr habt es gehört, frohe Kunde, tat der Kund. Wir kriegen das Pferd. Ganz wundertastisch. Ja, muss gar nicht so gucken. Du hast kein Pferd, ne? Ich schon. So, wir holen uns das mal. Eins von denen darf ich meins wählen. Dich vielleicht? Oder eher dich? Oder dich? Oder doch? Dich? Nein, dich, den darf. Oh, der wäre aber so schön. Ich wollte den. Oder dich? Oder dich? Oh, ich krieg das Schwarze oder das Braune. Welches sollte ich nehmen? Das Schwarze? Oder das Weiße, das Helle hier, den Schimmel? Bernard. Bernard? Bernard. Ist nicht Französisch. Bist du bereit? So genervt von mir. Ja, Hauptmann. Gut. Folge mir, halt den Mund und tu genau das, was ich dir sage. Sehr gut. Ich weiß nicht, was Herr Ratzig in dir sieht. Und es ist mir einerlei. Wenn du mit mir reitest, erwarte ich Gehorsam. Jawohl, Herr. Wider besseres Wissen haben sie sich entschieden, dir ein Pferd zu geben. Der Apfelschimmel neben meinem Hengst gehört dir. Kümmere dich gut um ihn. In den Sattel mit dir und folge uns. Geil, Apfelschimmel. Jahu. Ha. Pebbles. Scheiß Name. Also gut, Männer. Geht schon. Alles gut. Pebbles ist voll süß. Oh, Pebbles. Oh, Pebbles. Ich reite vor, ihr seid alle Kacke. Ich bin vor euch. So, okay. Wir wollen vernünftig sein. Es geht schließlich gegen das Schänders meines Schwertes, das ich Herrn Typen geben sollte. Meines Vaters Erzeugnis. Das ist mein erster Ritt in einer Kolonne. Gut, auf geht es dorthin. Okay, das Pferd kann da tatsächlich von alleine. Das heißt, also ich kann also ein bisschen chillen. Nur wenn ich loslasse, dann macht das nicht. Also los, komm. Ja, Entschuldigung, ich war ein bisschen langsam. Nimm doch die Hühner weg. Die anderen spielen der Würfel, die haben es gut, ne? Ich kantere hier rum. Das heißt, also ich muss nicht lenken. Das Pferd hält quasi von alleine die richtige Route bei. Ich will aber da vorne mit den anderen reden. Warte mal, komm. Gib mal ein bisschen Gas. Ich will da mal zu den Chefs. Ah, eine Kuh. Da, eine Weide. Eine Kuhherde. Die reden nämlich bestimmt. Über mich wahrscheinlich. Ich finde es ein bisschen lame. Ich muss jetzt, wenn wir jetzt mal logisch nachdenken, hätte ich mir kein Schwert geklaut, hätte ich jetzt keins. Wie soll ich denn dann in den Krieg ziehen? Also wie soll ich denn dann helfen ohne Schwert? Na? Ein Unfallort, was? Oh, da ist jemand. Oh, da lag was. Weil das Schwert, das ich habe, ist ja nur ein geklautes Schwert. Also so meine Logik. Ich weiß nicht, ob das zutrifft, aber... Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Nein, nein, links lang. Links lang. Na, Gnade, sagte. Ich weiß nicht, ob ich so viel Gnade habe. Schön diese Blumen wieder. Diese schöne Natur hier. Da wollte es gerade kurz ein bisschen grasen, aber das darf es jetzt hier nicht. Sieht schon toll aus, ne? Die ganzen Berge. Felder und Wälder und Hügel. Richtig cool. So war das damals, ne? Da ist man halt dann zu Pferd. Statt zu Auto. Ne? Gab es auch kein Teer, also schon, aber nicht auf den Straßen. Da war der Teer zu schade. Den brauchten wir zur Verteidigung. Ja.
Und so sind wir unterwegs auf unseren Rössen. Oh, da hier, das ist wohl der Ort, an dem wir angekommen sein sollten. Denn hier liegt schon das erste tote Pferd. Oder ist das doch nicht hier? Sieht so aus, als... Warum lag denn da ein totes Pferd auf der Straße? Doch, das ist doch das Gestüt hier. Das muss doch hier sein. Ja, absolut. Genau, das ist hier. Dein Herr. In der Koppel. Großer Gott. Welche Bestien könnten so etwas tun? Was ist dir geschehen? Wieso? Jemand kam des Nachts und verstümmelte sie alle nacheinander. Das Schreien der Pferde muss Radek den Stalljungen geweckt haben. Er wollte sie aufhalten. Mein Gatte, er hat versucht, ihm zu helfen und wurde auch getötet. Als sie fertig waren, brannten sie den Stall. Mein aufrichtiges Beileid, gute Frau. Wir werden diese Bestien fassen und sie für ihre Taten büßen lassen, das schwöre ich. Die Pferde waren noch am Leben, als ich kam. Wir erlösten sie von ihrem Leid. Jedes einzelne. Da war dieser Schmerz in ihren Augen. Sie verstanden nicht, warum jemand ihnen das angetan hat. Wurde etwas gestohlen? Ein Pferd? Gar nichts. Sie wollten Blut und kein Geld. Hatte dein Mann in letzter Zeit Streit? Fällt dir jemand ein, der Rache wollte? Er hatte vielleicht mal über den Preis eines Sattels diskutiert, sonst nicht. Gar nichts, was einen Menschen hierzu treiben könnte. Es sind finstere Zeiten, wenn wir mehr Güte in Pferden finden als in Menschen. Habt ihr etwas gesehen? Wie viele waren es? Oder wie haben sie ausgesehen? Wir haben niemanden gesehen. Hat jemand versucht, ihrer Spur zu folgen? Nein! Wir haben bis jetzt das Feuer bekämpft und selbst wenn, was könnten wir schon gegen jemanden ausrichten, der zu so etwas fähig ist? Die Pocken sollen sie holen. Aufsatteln und die Gegend durchforsten. Wir müssen herausfinden, wo sie hin sind. Sucht nach Spuren und fragt auch die Nachbarn, ob sie etwas wissen. Verflucht, irgendjemand muss diese Schweine gesehen haben. Ja, Herr. Was ist mit mir, Hauptmann? Was will ein Taugenichts wie du denn tun? Du bleibst hier. Bitte, lasst mich helfen. Ich könnte mich in der Gegend umsehen und auch nach Spuren suchen. Na gut, wenn's denn sein muss. Aber steh bloß keinem im Weg. Bleib in der Nähe und komm zurück, wenn du fertig bist. Ja, Wahnsinn. Also richtig, richtig krass, was hier passiert ist. Schlimm, schlimm, schlimm. Vor allem sowas den Tieren anzutun, ist natürlich ganz übel. Aber wir kamen so schnell wir konnten. Sag das Franta, der da liegt. Liegt da in zwei Hälften gehackt wie ein Schwein. Schau ihn dir an. Sag ihm verflucht nochmal, dass ihr euch beeilt habt.
Was gerade so total ruhig und schüchtern und jetzt auf einmal hier so aufbrausend. Das versteht einer. Aha, okay. Naja, wir gucken mal. Bleib in der Nähe, hat er gesagt. Da sind noch Pferde auf der Weide. Oh, süß, guck mal. Ich geh mal hin. Hey, hey du. Na? Oh, das ist ja viel besser als meins. Das ist viel besser als Pebbles. Oh, so ein hübsches Tier. Ach, guck mal, die stehen hier überall. Es gibt anscheinend nicht so super krass verschiedene Pferdearten hier. Ist auch viel besser als meins. Die sind alle besser als Pebbles. Na gut. Dann sei dem halt so. Ja, wo könnten wir das nochmal gucken? Ist tatsächlich jetzt die Frage, ob wir hier einfach frei irgendwas suchen können oder ob wir uns an bestimmte Punkte halten müssten, wo wir untersuchen können müssen. Also ob ich jetzt außen suchen Sinn macht oder ob ich jetzt sowieso nur Hinweise innerhalb des Stalls zu finden sind. Aber wir könnten nochmal hier mit den Leuten reden, wenn wir hier jemanden finden. Die haben bestimmt was gesehen, falls hier überhaupt jemand ist. Da vorne ist ein Bauer. Eine Schmiede. Ein Hund. Da sitzt einer. Oh, hier sieht's nicht viel besser aus. Oh je. Mark. Geht es dir gut? Lass mich in Ruhe, geh weg. Sieh mal, ich weiß, dass es schwer ist. Wenn ich sage, du sollst reden, dann redest du. Aufhören, aufhören. Lass mich in Ruhe, ihr alle. Geht es dir gut? Lass mich in Ruhe, geh weg. Du brauchst keine Angst zu haben. Mit deiner Hilfe finde ich diese Bastarde. Und dann werden sie bezahlen. Sie haben es verdient. Was willst du wissen? Was ist hier eigentlich geschehen? Die haben die Tiere getötet und... Warum haben sie sie getötet? Denk genau nach. Wie hat es angefangen? Wir haben die Tiere gehört. Ihre Schreie. Dann Smil. Er hat geschrien. Und sie haben ihn getötet. Bist du sicher, dass es zuerst die Tiere waren und dann Smil? Und nicht andersrum? Ich bin sicher. Sowas habe ich noch nie gehört. Und ich werde es nie vergessen. Was geschah dann? Wir sind rausgerannt. Es war ein Durcheinander. Die Tiere sind verreckt, die Ställe haben gebrannt und überall diese Dämonen. Was, Dämonen, sagst du? Ach, nur Abschaum. Wertloser Abschaum. Wie viele waren es? Nicht viele. Es sind bloß ein paar auf uns los, aber hinten waren mehr. Haben sich gegenseitig angebrüllt. Hinten? Wo? Beim Wald, Richtung Norden. Haben versucht wegzukommen. War unter ihnen ein haushoher Kerl, ganz in Schwarz? Dieser Halsabschneider, dieser Deivel. Nie wieder will ich den sehen. Also war er hier. Blutrünstiges Scheusal. Wohin? Wohin sind sie geflohen? Gen Norden, in den Wald. Ein paar haben also das Weite gesucht und der Rest hat gekämpft? Genau. Dann sind mehr von uns raus und haben zurückgeschlagen. Also sind die anderen auch geflohen.
Heulten Sie wegen des ganzen Lärms? Nein, irgendwas war passiert. Haben gestritten. Danke. Mehr muss ich nicht wissen. Aha, also wir haben schon mal hinreichend Informationen, dass sie gen Norden in den Wald, also gerade hier der Nase nachgeflohen sind. Aje. Oh, oh, oh. Wie kann man nur so grausam sein? Ja, Wahnsinn. Wie kann man nur so grausam sein? Können wir den Dorfbewohnern reden, glaube ich, macht jetzt nicht so viel Sinn. Diese sinnlose Brutalität. Sie schlachteten Menschen und Ross ab und doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Ja. Wer bist denn du? Okay, das... glaube ich, führt jetzt hier zu nichts, wenn wir noch reden. Oh, auch nee, Frauen auch. So, ich hätte jetzt zwar noch die Möglichkeit, mich hier weiter umzusehen oder noch Überlebende zu befragen, aber ich denke, wir haben ziemlich hinreichende Informationen, die uns hier signalisieren. Wir sollten uns doch mal kurz im Wald umgucken. Ich habe nur ein wenig die Befürchtung, dass wir jetzt irgendwelchen Leuten in die Arme laufen werden. Deswegen werde ich mal ein bisschen vorsichtiger sein, meine Lieben. Nach welchen, die hier vielleicht geflüchtet sind. Und ich zück mal lieber meinen Bogen. Oh, warte mal. Was ist das? Ach, so ein Bienenstock. Oh. Das ist ein Bienenstock. Interessant. Na gut, wir gucken uns mal weiter hier um. Da bellt ein Hund vor uns. Oh, da liegt jemand auf der Straße. Nee, Blut. Ist eine Blutspur. Sie ging tiefer hinein. Ja. Ganz bestimmt. Oh, Spiel gespeichert. Das heißt normalerweise nichts Gutes. Erkunde die Lichtung im Wald. Hier sind sie lang. Tief in den Wald hinein. Ich renne mal. Oh, da hab ich was gehört. Schießen? Wir gehen zurück ins Lager und dort flicken sie dich wieder zusammen. Nein, mein Freund, ich mach's nicht mehr. Tja, soll ich ihn erschießen? Geh, bevor uns einer findet. Mach dir wegen mir keinen Kopf. Du weißt, ich kann dich nicht hier lassen. Soll ich gehen? Dich finden. Ich weiß, ich wollte es ja selbst machen, aber ich habe nicht die Kraft. Was ist das für ein Gezeter? Ach Gott, was habe ich denn für eine Wahl? Ins Lager schaffe ich's nicht und das weißt du. Soll ich hier allein dahin siechen? Also gut. Wie soll ich... Ach, einfach schnell. Tu ich doch immer. Du kennst mich. Gute Reise, Bruder. So. Okay, also wir konnten sie hier noch belauschen. Ich weiß nicht recht, was ich mit ihnen machen soll. Oh. Oh, ich würde ihn gerne schießen. Himmel, Herrgott. Soll ich schießen auf ihn? Ich weiß es nicht. Aber er könnte mich natürlich auch zu den anderen führen. Hey, was hast du vor? Ich kann nicht mehr zurück. Ich kann nicht mehr zurück. Hey, wer ist da? Was haben wir denn da? Unterhaltung. Mist. Mist, 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 Mist. Wir müssen uns verstecken. Was ist los? Komm schon. Oh, wow, was zur Hölle? Ah.
Ja. Alter. Boah, ich habe nicht mehr wirklich Leben. So, den mach ich fertig. Ich kann den nicht gnadenstoßen. Es geht nicht. Ah, F. Soll ich es wirklich oder wollen wir noch befragen? Aber nicht, dass er nachher weg ist. Alles, was einigermaßen gut ist, nehme ich mal weg. Mit Groschen, ja, kann ich gebrauchen. Hasenfleisch, Lederschuhe. Oh, was ist denn das? Ich bin schon voll überladen. Lederhandschuhe, gepolsterte Bunthaube. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Das ist was im Vergleich besser wäre als das meinige. Rüstung. Weil die sind nämlich schon richtig kaputt hier. Meine Wickeln, die kann ich mal weglegen. So, was haben wir da noch? Braune Beinlinge. Sind auch hübscher als meine. Was kann ich alles noch verkaufen? Die Arbeitsstiefel habe ich an. Gepolsterte Beinlinge. Die ziehe ich an. Dann schmeiße ich die weg. Ja, nee, die hau ich mal weg. Okay. Jagdhandschuhe. Oh. Ein Scarletter Wappenrock. Die gepolsterte Richtung, die kann weg. Ah, mein verzierter Wappenrock. Ach, das war meiner. Okay. Gut, jetzt geht's mir auf jeden Fall wieder besser. Hat er noch was? Nee, ich lass ihm den Rest, oder? Was Hasenfleisch vielleicht? Und die Lederhandschuhe sind viel wert. Gut. Jetzt wollen wir da den Typen noch untersuchen. Tja. Jetzt gucken wir mal, ob das jetzt so gut war. Wo war denn hier die Stelle? Oh je, habe ich mich jetzt verlaufen. Wo war denn der Weg? So, ich habe da so ein... Ich habe ja die Anzeige. Aber mir geht's gar nicht gut. Hier ist er. Ein blutiger Hufkratzer. Billiger Wein. Brauner Filzhut, naja. Groschen. Was kann ich denn gebrauchen? Oh. Trinkwasser. Jagdhandschuhe sind auch viel wert. So, okay. Lassen wir den Rest liegen. Gut. Das ist unser Questgegenstand, der blutige Hofkratzer. Ah, jetzt muss ich den Besitzer finden. Ich müsste mich irgendwie heilen, mal so langsam. Sollte ich da diesen Aufguss da trinken oder was? Was stellt denn Leben wieder her? Hier dieser Ringblumenaufguss.
Ah ja. Sehr gut. Nicht viel. Muss ich mich dafür ruhig halten? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ja. Puh. Den Kampf hätte ich mir sparen können, aber ich habe ein bisschen geskillt damit. Ob es jetzt nötig war, ist die andere Frage. Was ist denn das hier? Das ist aber nicht der Hof, wo ich gerade war. Ja, da oben war ich. Okay, das gehört hier dazu. Okay. Und so langsam gewinne ich auch wieder ein bisschen an Lebenspunkten. So, dann schauen wir mal, wem das alles gehört. Ich hätte wahrscheinlich zwischendurch mal meinem Hauptmann was berichten sollen. Aha. Diese Spuren stammen nicht von Tieren. Sie müssen diesen Weg genommen haben. Ja, okay, gut. Das. So weit war ich auch schon. Ah ja. Wir versuchen mal hier mit dem Schmied zu reden. Ob es denn seine Sachen sind, also mit Mark hier. Ob ihm dann dieser Hufkratzer gehört. Oh, dieses arme Brauereipferd hier. Diese sinnlose Brutalität. Sie schlachteten Menschen und Ross ab und doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Wollen Sie sehen, was Mark dazu sagt. Weißt du, wessen Hufkratzer das ist? Rotschopf. Er hat ständig damit angegeben. Warum fragst du? Ich fand ihn bei einem der Banditen im Wald. Aber er... Wegen ihm? Wegen ihm haben sie hier gemordet? Herr im Himmel! Warte langsam. Du glaubst, Rotschopf war für den Überfall verantwortlich? Er floh. Kapierst du's nicht? Hat sich merkwürdig benommen und floh. Warum sollte er das sonst tun? Das klingt ziemlich seltsam. Weißt du etwas über Rotschopf? Ich bin zwei Angreifern gefolgt und hörte, wie sie über ihn sprachen. Aber er... Wegen ihm? Wegen ihm haben sie hier gemordet? Herr im Himmel! Warte langsam. Du glaubst, Rotschopf war für den Überfall verantwortlich? Er floh! Kapierst du's nicht? Das klingt ziemlich... Und du weißt nicht, wohin Rotschopf gegangen sein könnte? Keine Ahnung. Frag Jakob. Okay. Wir fragen Jakob. Was zur Hölle machst du da? Wer ist Jakob? Ich glaube, das ist einer von denen da oben. Der Chef des Stalls hier. Na, mal gucken, was mein Chef jetzt hier sagt, der Bernard. Dass ich hier so auf eigene Faust im Wald war, jemand umgebracht habe. Er wird nicht sonderlich überzeugt sein, dass ich seine Polizeiarbeit erledige. Das wird ihn nicht freuen. Wie kann man nur so grausam sein? Ja, das frage ich mich tatsächlich auch. Ah, das ist Jakob. Das ist also eure Arbeit, ja? Ihr steht hier so rum. Noch ein nutzloser Waffenknecht, der Fragen stellt? Letzte Nacht hättet ihr hier sein müssen, verflucht. Zeig mir deinen Arm. Oh je. Das sieht aber nicht gut aus. Mehr hast du dazu nicht zu sagen, du nutzloser Dreckslump? Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Weißt du irgendetwas über diesen Hufkratzer? Der gehört Rotschopf. Hat ihn in Ratei machen lassen. Wohin könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Ich gebe dir mein Wort. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaube, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Du weißt ja, Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden.
Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratai folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur... Nur was? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau. Ja, ich denke, das sollte ich mal meinem Chef erzählen hier. Was ich so rausgefunden habe. Damit kommen sie nicht durch. Gott sei mit dir. Ich glaube, Rotschopf ist darin verwickelt. Und warum glaubst du das? Der Hufkratzer, den der Halsabschneider bei sich hatte, gehört ihm. Das ist verdammt verdächtig. Die Banditen, die ich im Wald aufspürte, sprachen über ihn. Sie nannten ihn beim Namen? Sie haben Rotschopf gesagt. Verdächtig. Könnte aber auch Zufall sein. Er verschwand gleich, nachdem wir die Halunken im Wald entdeckten. Und ich glaube zu wissen, wo er steckt. Wo? Bei den Köhlern. Er hat Freunde dort. Wir müssen ihn finden. Wenn seine Freunde ihn verstecken, werden sie kaum mit meinen Männern reden. Du solltest nach ihm suchen, Heinrich. Geh, bevor die Spur verwischt. Ich schicke Kunde nach Ratai. Ist gut, Herr. Tja, da ist wohl unsere Aufgabe jetzt, das Köhlerlager im Wald zu suchen. Tschüss. Dazu nehmen wir jetzt aber unser Pferd mit, ne? Wollen wir uns mal hier ein Pferd klauen? Also nicht jetzt, aber irgendwann mal. Ich muss nochmal gerade gucken, dass ich mich noch ein bisschen verarzte. Ich bin noch nicht wirklich gesund. Ich werde mir gleich mal angucken, was ich im Inventar habe. Ob mir das hilft. Irgendwas ist auch mit meiner Hand nicht in Ordnung. Sie scheint verletzt zu sein. Das wird mich wahrscheinlich beim Kämpfen beeinträchtigen. Oh, guck mal, ich kann Vitalität skillen. Schnell wie der Wind. Ach, das habe ich schon geskillt. Nee, ach, das kann ich. Ach so, da kann ich dickes Blut leeren. Bei einer Blutung verlierst du nicht so schnell Blut. Du sparst 20, du spurtest 20% langsamer, verbrauchst aber 20% weniger Ausdauer. Schnell Wind, du spurtest 20% schneller. Ich gucke mir das mal in Ruhe an. Achso, ich wollte gucken, was die Verletzung bedeutet. Codex. Charaktere. Nein. Tutorials. Wo ist es? Verletzungen? Hier. Also ich habe keine Blutung. Ernste Verletzung. Mit einem verwundeten Bein kannst du zum Beispiel nicht laufen. Ein gebrochener Arm. Also ich habe eine gebrochene Hand. Oh. Aber ich blute zumindest nicht. Aber dann bringt jetzt ein Verband auch nichts, oder? Wir gucken mal, was ich da habe. Sonstiges. Nee. Ich habe hier nichts mehr. Ich habe billigen Wein. Getrocknete Pilze. Schnaps. Und Wein für den Stefan. Ich habe leider nichts mehr, um mich zu heilen. Das ist jetzt natürlich schade. Obwohl ich doch so dringend ein bisschen Heilung bräuchte. Ich weiß nicht, ob das mit der Zeit von alleine besser wird. Ich glaube schon, dass das mit der Zeit sich regeneriert, aber ich bin natürlich nicht sicher. Okay, das heißt, ich brauche Heilung auf jeden Fall. Ja. Wo bekomme ich jetzt Heilung her? Das ist eine gute Frage, Pebbles. Hast du was? Hast du eine Idee? Das ist Neuhof. Meintet ihr, wir finden vielleicht den Neuhof bei einem Händler irgendwas? Soll ich mal gucken gehen? Ach so, da sind die Köhler. Hier ist Ratai. Ja, wir könnten vielleicht nach Neuhof schnell reiten und mal gucken, ob wir da einen Krämer finden, der uns vielleicht so einen Schnaps verkauft oder so. Weil ein bisschen Heilung möchte ich eigentlich schon haben. Oh, das ist aber ein schönes schwarzes Pferd, guck mal. Ja.
Hi. Hey. Hi. Was machst du hier? Suchst du irgendwas? Ja. Tja, ich weiß nicht, ob es hier wirklich jemand so ein... Ich schätze mal, dass die Händler dann alle in der Datei sein werden, wenn die so nahe dran sind. Das sind mir alles nach Haus... Also nach, hier... Ich sag schon, Landwirtschaft aus. Schwierig. Tja, gibt's sonst eine Möglichkeit, um mich zu heilen? Mann, ja, das hier. Weißt du, wo es in der Gegend um Neuhof Köhler gibt? In der Nähe vom Wirtshaus, das an der Straße von Neuhof liegt. Nimm die Straße an der Kreuzung, die bergab führt. Danke. Ein Wirtshaus. Darf ich mich schnell waschen? Hast du was verloren? Also, sie sagt, in einem Wirtshaus an der Straße von Neuhof. Das heißt, hier muss irgendwo ein Wirtshaus sein. Hier ist offenbar nichts. Was ist denn da? Ein unerforschter Ort. Da ist ein Bienenstock. Ja gut, dann lass uns mal hier voranschreiten. Ich würde mich halt nur gern irgendwie heilen. Vielleicht. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Wenn ich nicht die ganze Zeit hier rumsterbe. Heilige Maria. Heilige Maria. Nee, okay, ihr habt auch nichts. Ja, ihr seid alles nur, popelige Dorfbauern. Tut mir leid, ich bin ein Edelmann. Eigentlich nicht. Ich bin der Sohn eines Schmieds. Aber das ist doch schon mal was. Ich auf jeden Fall des Schmiedmeisters, Meister Schmied. Gut. Auf Pebbles, los geht's. Solange meine Verletzung jetzt nicht schlimmer wird, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Wir gucken mal. Los, höher Pebbles. Gib mal Vollgas. Wir haben keine Zeit. Aus dem Weg. So, wir gehen querfeld ein. Ey, ist das schön. Hier kann man einfach überall so querfeld ein über die Wiesen reiten, ne? So ein Pferdespiel. Oh, guck mal, Pebbles kann springen. Ui. Worüber kann Pebbles denn springen? Da hat dieser Stein, ja? Kein Problem für Pebbles. Hier. Super gut. So ein gutes Pferd. Oh, über den Fluss, Leute. Da sind Kühe. Komm, springen über den Fluss. Pebbles, los geht's. Pebbles, los. Oh, da habe ich zu spät gedrückt. Warte, wir machen das nochmal andersrum. Okay, Pebbles. Und Vollgas. Boah, super. Sehr schön, Pferdchen. Gut, okay, jetzt aber richtig. Na komm. Wir können doch den Fluss entlang reiten eigentlich. Rein theoretisch. Also das Rumreiten macht schon richtig Spaß. Da kann man einfach so Zeit verbringen und hier einfach so ein bisschen durch die Natur reiten und sich das alles anzugucken, was hier so ist. Okay, laut Karte müssen wir hier querfeldein. Mal gucken. Ja, wenn das mal nicht Köhler sind. So, Heda. Ich bin das Heinrich. Habt ihr Rotschopf gesehen? Glück und Gesundheit. Würdest du mir helfen? Kommt drauf an, was du willst, oder? Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen und sich mit ein paar Köhlern zusammengetan haben, bei denen er manchmal war. Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. Du suchst besser irgendwo anders. In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß vielleicht, wer es war. Ich muss ihn finden. In letzter Zeit geschehen hier viele Morde, aber dieser Rotschopf war wirklich nicht hier. Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Wieso hilfst du mir nicht weiter? Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht, aber schließlich gibt's noch andere Köhler.
Versuch's bei denen. Und du solltest dich sputen. Bist nicht der Erste, der nach ihm fragt. Und die anderen sahen nicht gerade edelmütig aus. Mit ihrem Silber waren sie aber freigebig. Sie haben nicht zufällig erwähnt, was sie von ihm wollten? Nein, aber sie wirkten nicht so, als wollten sie ihn zum Festschmaus einladen. Gut, ich werde mich anderswo umhören. Das klingt ja zum einen relativ vielversprechend, aber zum anderen nicht sonderlich positiv. Denn offenbar ist die Bande hinter ihm her. Und wir werden jetzt mal gucken. Aber ich weiß ja nicht. Ach so, ich weiß ja gar nicht, wo die andere Kühlhütte liegt. Das hätte ich hier vielleicht fragen sollen. Huh? Das machen wir gerade nochmal. Da habe ich jetzt gerade nicht mitgedacht. I'm very sorry. Nochmal auf ein Wort, mein Freund. Ich habe immer noch Fragen zu Rotschopf. Sorry. Hast du eine Idee, wohin er sonst gegangen sein könnte? Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschütze. Dort gibt's ein paar gute Plätzchen. Aber der Wald ist riesig. Das könnte Wochen dauern. Dann folgt dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Wo Köhler sind, da gibt's auch Wasser. Gut, ich werde mich anderswo umhören. Aha, so einfach war es doch. Das hatte ich gerade ein wenig vergessen. Okay, ach so, also Richtung Süden. Jetzt gucken wir mal, wo wir sind. Wir sind jetzt hier, aber wir müssen nach Uschütze. Und Uschütze ist meiner Atlasratei. Und Uschütze ist hier? Da. Ah, und dann bin ich in die falsche Richtung geritten. Okay, ja gut. Na, dann drehen wir wieder um. Ich überlege schon, ob wir doch über Ratei reiten und mich mal heilen. Und dann nach Uschütze reiten. Oder ich beeile mich. Also ich sollte mich beeilen. Gut, dann ab in den Süden. In den Norden eigentlich. Gut, tschüss meine Herren und Damen. Bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal, ob wir die Nacht durchreiten müssen. Oder nicht. Pebbelt vorsichtig. Gut, alles klar. Ist nämlich nicht so leicht für ein Pferd, hier so einen Abhang hinabzulaufen. Okay, Pebbelt. Da vorne. Über den Fluss. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist ein richtig gutes Pferd. Ein richtig gutes Pferd des Pebbelt. Und jetzt stelle ich mir vor, Pebbles ist noch ein schlechtes Pferd, ne? Ja. Oh, Verzeihung, Pebbles, da habe ich dich in den Strauch gejagt. Ja, und so reiten wir in den Sonnenuntergang. Na, hier seht ihr, die Sonne geht unter. Es ist 19.30 Uhr, 19.15 Uhr. Das heißt, bis wir im Wald angekommen sind, ist es wahrscheinlich stockfinster. Bin sehr gespannt. Ja, und so genießen wir jetzt noch ein bisschen den Ausblick und machen uns mit unserem Weg, mit unserem Pferd auf den Weg Richtung Uschütze in den Wald und wir sehen uns dann in dem Wald von Uschütze und ich reite jetzt hier noch ein bisschen vor mir hin, der Sonne entgegen. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben und tschüss.